Ich habe ein Bedürfnis, einfach zu studieren und was kennenzulernen. Ist ja sehr ungewöhnlich. Ich glaube, Kunstgeschichte und Philosophie soll es werden. Ja, na sicher. Ich gehe gerne in ein Museum, ich gehe gerne in eine alte Kirche begucken oder eine Burg. Und wenn ich dann das studiere, kann ich das alles besser verstehen als so unbeleckt. Komisch, als Schöngästin sind Sie bis jetzt gar nicht so aufgefallen. Haben Sie das immer unterdrückt? Nein, Moment mal. Das ist ein wirklich ernstes Thema und das richte ich sehr an Sie und ihresgleichen, nämlich die Journalisten. Die machen das manchmal genau wie bei den Schauspielern. Der spielt eine bestimmte Rolle, rennt in die Kiste und dann muss er immer dieselbe Rolle spielen. Der träumt allerdings von Hamlet oder was weiß ich, von Faust und in Wirklichkeit kommt er in die Kiste irgendwo ins Boulevardtheater rein. Herr Nummer, demnächst laden wir Sie ein zur Faustdiskussion. Und die Politiker packen Sie auch in eine solche Kiste rein, verstehen Sie? Eng beschränkt und sehen nicht den ganzen Menschen. Ich war immer schon auf dieser Seite ein bisschen beleckt, wenn Sie so wollen. Okay, und Lebensgenuss, wissen wir, ist auch bei Ihnen groß angeschrieben. Wir haben gehört, Herr Hunold, das haben Sie allerdings gemerkt, isst gern. Und Sie trinken gern, wie inzwischen jeder weiß und jeder gehört hat und wir noch mal sehen. Düstere Erinnerungen an Weihnachten. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Heinrich Lummer fährt in eine Mausefalle, 1,96 Promille. Der clevere Mann packte sogleich seinen Abgeordnetenausweis aus, der ihn immun macht, leider nur gegen Strafverfolgung, offenbar nicht gegen die Getränke. Von absoluter Fahruntüchtigkeit soll am Ort des Geschehens die Rede gewesen sein. Alles sei gesagt, so Lummer heute. Nun ist die Sache bis zu Rita Süssmuth vorgedrungen und zu all den anderen auch. Ja, auch wir wissen jetzt 1,96 Promille, das sollen so ungefähr 15 Bier sein. Kommt das hin? Mag sein. Sie wissen nicht mehr so richtig, wie viel es damals waren. Na, also irgendwas zwischen 10 und 15 wird es gewesen sein. Das heißt, mit Motorradfahren ist momentan ja auch nichts, ne, was Sie Nein, sonst so gerne tun. Nein, natürlich nicht. Oder leiden Sie oder nicht? Also ich habe mir das ursprünglich schlimmer vorgestellt und man hat ja auch ganz neue Erfahrungen, wenn man BVG fährt oder man fährt Fahrrad und sowas. Ist alles ganz nützlich. Man muss ja immer jeder Panne oder jedem Fehler, den man macht, muss mir auch die gute Seite abgewinnen im Leben. Jede Medaille hat ja bekanntlich zwei Seiten. Natürlich möchte ich den Führerschein wiederhaben, aber ich möchte auch diese Erfahrung jetzt eigentlich gar nicht missen, mit dem Fahrrad und mit der BVG gefahren zu sein. Sie haben ja da ein gemeinsames Hobby, Sie fahren beide gern Motorrad. Sind das so heimliche Macho-Triebe, die dabei ausgelebt werden? Oder was ist das, Herr Hunold? Das ist eine unglaublich sinnliche Art, zum Beispiel zu reisen mit dem Motorrad. Also Macho, glaube ich, in meinem Fall eher nicht. Sie meinen in seinem vielleicht eher, oder? Nein. Das weiß ich ja besser zu beantworten als ich. Nein, es macht einfach einen ungeheuren Spaß. Es ist eine sehr körperliche Art. Und meine Frau fährt auch. Wir haben zusammen sehr schöne, sehr intensive weite Reisen mit dem Motorrad gemacht. Mhm. Ich wage meine Prognose, ich werde noch fahren, wenn ich 70 bin. Das gehört einfach zu meinem Leben dazu. Was ist Ihr Spaß? Es gibt sicher welche, die das Motorrad so als Kraftmaschine sehen und nicht, wenn sie das unter den Hintern haben. Das ist wie eine Rakete und ich sage, es ist unglaublich gefährlich, ein Motorrad zu fahren. Insofern meine ich, da wird immer ein hohes Maß an Selbstdisziplin dazu, wenn man nicht da irgendwo landen will. Nein, ich finde, das schöne Motorrad ist die Unmittelbarkeit. Da pfeift Ihnen wirklich der Wind um die Nase und Sie sehen alles viel anders, erleben alles viel anders. Diese Unmittelbarkeit zur Umgebung, die ist vorhanden. Die haben Sie im Auto nicht. Wo wir schon bei Ihren Leidenschaften sind. Von 1973 bis 1981 hatten Sie eine Affäre mit einer Stasi-Agentin, die auf Sie angesetzt war. Wie konnte einem Politprofi wie Ihnen das passieren? War das Liebe, Sex nach Gier oder was steckt hinter sowas? Weder noch. Ja, können Sie es erklären? Ja, was heißt erklären? Ich kann Ihnen sagen, wie das gewesen ist. Das war hier eine Zeit, die begann, wo man nach drüben gehen konnte und auch ging. Und man sich sagte, man muss mal mit den Leuten reden, mal dort in die Kneipen gehen, mit den Leuten quatschen und sich austauschen. Das ist ja Gespräche von Deutschen mit Deutschen. Was soll das, nicht? So. Und da habe ich die halt kennengelernt und habe, das ist mein Fehler gewesen, die Unbefangenheit gehabt, nicht im Traum daran zu denken, dass die von der Firma sein könnte. Das meine ich, dass sie sich verknallen oder verlieben Nein, oder sonst was. Halt ja, aber dass es eine Stasi-Agentin war, mich wundert, weil Sie sind ja nun wirklich mit allen Wassern gewaschen, politisch gesehen, dass Sie nicht gedacht haben, da muss doch was im Busche das sein. Das habe ich eben nicht gedacht. Und das ist die Unbefangenheit, die fehlerhaft ist. Als Sie dann Innensenator wurden, haben Sie den Kontakt von sich aus abgebrochen. Schon vorher, ja. Und die Stasi hat dann aber versucht, Sie mit delikaten Fotos zu erpressen. Hatten Sie da schlaflose Nächte? Delikate Fotos habe ich nie gesehen. Und ich vermute mal, wenn Sie die gehabt hätten, hätten Sie die rausgerückt. Also Markus Wolf sagt, die gibt es heute noch. Immerhin haben Sie versucht, massiv versucht, mich zu erpressen, auch mit Fotos. Aber Sie waren nichts delikat. Aber hatten Sie damals schlaflose Nächte? Ich meine, Sie mussten ja immerhin zu Nein, schlaflose Nächte nicht, aber es hat mich schon beschäftigt, das ist ja keine Frage. Dass einen sowas maßlos ärgert, wenn man so eine Auseinandersetzung mit denen hat und die da Druck ausüben und was weiß ich was. Naja, das war schon ärgerlich.
Und Sie mussten ja zu von Weizsäcker gehen, dem das gestehen, weil der sollte intervenieren bei den Sowjets. Das Sie mussten gehen und gestehen. Na ja. Ja, war Ihnen das nicht peinlich? Ich bin nicht, im Übrigen bin ich nicht zu von Weizsäcker gegangen, um ihm das zu gestehen, sondern ich bin zu dem Mann gegangen, der dafür zuständig war. Das ist der Chef des Verfassungsschutzes gewesen und der hat es dann Weizsäcker erzählt, wie das auch korrekt ist. Ne? Und peinlich war Ihnen das auch ein bisschen, oder nicht? Ach ja, wissen Sie, natürlich im Nachhinein würde man peinlich. Es gab so manchen Politskandal in Ihrer Zeit. Sie haben alle überstanden. Zum Beispiel gab es einen Wirbel im Zusammenhang mit dem Bauskandal. Dann gab es die Geschichte, das letzte war bei den... Da habe ich nichts mit zu tun gehabt. Sie sind aber dann... Kein Bauskandal bei mir. Nein, nicht bei Ihnen. Sie mussten aber im Laufe dieses Bauskandals damals zurücktreten. Sie sind auch immer bekannt gewesen für jemand, der harte, klare Worte sagt. Mhm. An eine Ihrer hartleinen Aktionen wollen wir jetzt mal kurz erinnern. Am 22. September 81 kommt es nach hoffnungsvollem Start des Weizsäcker Senats zu einer großen Krise. Ohne das genaue Vorgehen im Senat abzustimmen, ordnet Lummer die gleichzeitige Räumung von 8 besetzten Häusern an. Kurz nach der Räumung eines Hauses in der Bülowstraße erscheint Lummer dort in Feldherrnpose und stellt sich der Presse. Man sagt hier gelegentlich, wenn schon, in einem Aufwasch, ist das am besten erledigt. Ja, wenn Sie das so hören und sehen heute mit dem Abstand von 15 Jahren, sagen Sie denn, heute würde ich ruhiger sein, gelassener sein, nicht so rigoros? War ich nicht ruhig da, oder was? Ach, naja, so in einem also, Abwasch alles. Ich würde heute noch gelassener sein, keine Frage. Und natürlich waren das aufregende Stunden und Tage, denn das waren ja die ersten Räumungen. Man wusste nicht, was da passiert. Wir haben ja nun in der Zeit 150 besetzte Häuser gehabt. Die habe ich übernommen. Und es gab tagtäglich beinahe Krawalle in Berlin auf den Straßen, sodass das Ansehen der Stadt im Grunde im Eimer war in der ganzen Republik. Und da musste man irgendwann den Anfang machen, denn man darf ja nicht solchen Leuten, die Gesetze brechen, das Feld überlassen. Der Staat muss irgendwann Flagge zeigen. Und das haben Sie auch sehr rigoros. Das habe ich auch gemacht. Und ich sage jetzt auch mal, weil das ja da erwähnt worden ist, es gibt bestimmte Entscheidungen. Wenn Sie da anfangen, überall herumzufragen, machen wir das so, machen wir das anders, da kommt gar nichts bei raus. Es gibt bestimmte Dinge, die muss man machen, verstehen Sie? Muss man lösen. Und da muss man auch seine Kappe nehmen, auch seinen Kopf dafür hinhalten. Das habe ich hier gemacht. Und im Laufe der Zeit haben wir ja dann die Häuser allesamt geräumt, bis auf die, wo wir Verträge gemacht haben oder die freiwillig geräumt worden sind und haben das Problem gelöst. Aber ohne einen solchen Anfang hätte es wahrscheinlich nicht funktioniert. Herr Grillmitzer, gibt es einen deutschen Politiker, der Ihnen ferner ist als Herr Lummer? Das weiß ich nicht, wie fern er mir ist. Mein Interesse gilt nicht so sehr ihm. Er ist ein Vertreter der politischen Rechten in Deutschland, die ihre Spur von Wilhelm II. Über Hindenburg bis ausgerechnet, die ich heute nicht mag, erwähnt er hier. Ja gut, ob Sie die persönlich nicht mögen, ist eine andere Frage. Sie stehen in dieser politischen Tradition. Und das interessiert mich nicht so sehr, wie die Leute, die jetzt das Gleiche, was Sie in den letzten 30 oder 40 Jahren erzählt haben, plötzlich anfangen zu erzählen, nämlich der Ministerpräsident von Niedersachsen, der nun den gleichen Quatsch erzählt, aber als Sozialdemokrat. Und nun wird es natürlich gefährlich, denn nun tritt das, was vorher mehr oder weniger populistisches Gerede war, in politisch greifbare Nähe. Nun muss man damit rechnen, dass die nächste Bundesregierung eben von beginnt, eine intensiv ausländerfeindliche Politik zu betreiben. Ausländer raus ist mittlerweile die Parole aller großen Parteien geworden. Ist Schröder Ihnen nahe? Ja und nein. Ich unterstelle Herrn Schröder nicht, dass er Ausländer hier sind rausschmeißen will, sondern er hat gesagt, um seine Ehre, ich meine, ist er nicht mein Mann, wir haben Prozesse mit ihm geführt früher mal, er hat aber nur gesagt, kriminelle Ausländer soll man rausschmeißen und das ist ein bisschen was anders. Sie können als Ausländer in diesem Land sehr schnell kriminell werden, nicht? Sie werden schon kriminell, wenn Sie gegen die Ausländergesetze, die hier herrschen, verstoßen. Seit 90 oder 100% aller Ausländer, die hier leben, aller Delikte, die gegen das Ausländergesetz begangen werden in Deutschland, werden von Ausländern begangen. Das ist naheliegend. Soll ich jetzt darauf antworten? Nein, Entschuldigung. Wir wollen das sehr vergnügt und sehr friedlich. Denn erstens wünschen wir Ihnen lustiges Studentenleben. Dankeschön. Ja. Und wir hören uns noch ein kleines Ständchen von Ihnen an. Die Kneipen, ihre Klicken ziehen dich an wie ein Magnet. Die Welt ist Brief und Sprüche und die Liebe nur im Sinn. Besserwitz
und dufte Flüche. Berlin, Berlin, Berlin. Nicht, damit Sie sich abgeschnitten fühlen. Wir können das gleich noch ein bisschen fortführen. Nein. Wir machen nämlich weiter mit einem Journalisten, der das sagt, was heute fast nirgendwo mehr öffentlich gesagt und geschrieben wird. Zum Beispiel diese Gesellschaft. Wenn 9 Promille am Steuer erwischt wird, so kriminell, dass er abgeschoben werden muss? Ah ja, gut. Nein. Das beruhigt mich. Keine Sorge. So schlimm wie Schröder und ich wirklich nicht. Von Schröder weiß ich es nicht, also nicht da. Man sagt Ihnen nach, Sie machen auch alles, was links von Ihnen ist. Das sah konkret so aus, dass ich mir vorstellen kann, dass Sie es gerne gelesen hätten. Naja, na, es geht nicht nur um das Gernlesen. Man muss ja auch immer die andere Seite kennenlernen, nicht? Wie sie denkt, wie sie... Worauf spielten Sie an? Ich spielte auf die Zeit an, als konkret eine mit sehr üppigen Sexfotos bestückte Zeitung war. Igittige, das ist mir gar nicht aufgefallen. Was ich selbst gar nicht glauben konnte, Sie sind über 20 Jahre in der SPD gewesen, waren Mitglied. Und oh, da liegen doch Jahrzehnte dazwischen. Ich nehme an, die meisten oder die haben alle gar nicht gewusst, was 33, dass sie das gesungen haben. Ja, wenn sie das nicht gewusst haben, umso schlimmer. Ach ja, ich weiß nicht, ob jeder Sozialdemokrat so die 100 Jahre kennen muss, seine Parteigeschichte. Das sind Berufspolitiker, die seit 20, 30 Jahren in der SPD sind, die Parteigeschichte seit Noske vielleicht kennen dürften. Hm? Na gut, aber ich meine, das Lied wird doch nicht schlecht, oder diese Stimmung in jener Situation verleitete doch dazu, seinen Emotionen Ausdruck zu geben. Und was anders als das Lied der Deutschen in dem Moment, wo die Einheit zustande kommt. Das würde ich keinem Sozialdemokraten übel nehmen. Ich nehme es auch keinem mehr übel, aber ich bin kein Sozialdemokrat mehr. Aber konkret machen Sie weiter und in Ihrem Jubiläumsfest... ...suchen, die es gegeben hat, die es vermutlich noch geben wird. Man kann sie nicht gegen das Volk machen, sie können sich doch nicht ein anderes Volk suchen. Wenn das Volk diese Revolution, so wie sie das haben wollen, oder die Änderung der Gesellschaft haben wollte, sie kann doch die Regierung wählen, die das macht. Sie können doch sich aufstellen lassen, lassen sich wählen. Werden Sie Kanzler, Parteichef und dann ran. Und wer das eine Zeitung machen.